So. Wir gehen in die Wildnis. Wir sind beim nächsten Mal, bei der nächsten Folge Let's Play Risen mit das Bacon. Ja. Wir haben unsere neu gefundenen Nemesisse. Da kämpfen wir hier die Geier. Mit unserem Schwert des geringen Schadens. Das kann doch nicht sein. Sei doch nicht so verbissen in deiner Zielauswahl. Das ist echt ziemlich scheiße. Wer soll ich den Bogen zücken? Wo ist der Bogen? Ist auch schlecht, ne? Ach, ich hatte ja auch die Armbrust noch. Oh, scheiß drauf. Ja, hau mich. Der bisher schwierigste, mit Abstand schwierigste Kampf dieses Spiels. Ja. Ja. Gegen diese komischen Seegeier. Ich kann kaum reden, weil ich einfach so schlecht geworden bin. Anscheinend. Jetzt bleib doch stehen, du Lump. So. Immerhin Level bekommen. Immerhin. Sämtliche Tränke verbraucht. Huh, und sämtliche Nerven. Aber ich habe genug Geld für bestimmt eine Rüstung und ein Schwert, oder? Weiß nicht, wie teuer die sind. Wie teuer ist sowas heutzutage? Oh, noch zwei Geier. Ja. Ja. Nein. Komm. Ja. Und du auch, du bist jetzt in der Ecke, du kommst hier nicht mehr raus. Nicht mehr lebend. Friss! Du Mistviech. Ja. So. Furchtbar nervenaufreibend. Ich weiß nicht, ob das auch so spannend ist, wenn man zuguckt. Wahrscheinlich nicht. Muss ich schon glucksen vor Lachen. Ihr wisst ja was, Leute. Das tue ich mir jetzt nicht an. Habe ich nicht irgendwie einen Trank des schnellen Laufens oder so? Nee. So, wo ging's denn nochmal in den Sumpf? Hier, ne? Genau, da hinten ist der Hof von Tristan. Und dann ist man dann kurz Zeit später Akrobatik, Stärke, Lebenserweck. Oh, gar nicht so schlecht, meine. Mein Schmuck. Und dann ist man gleich im Sumpf. Stimmt, ich bin ja ganz unfreiwillig hier hingekommen, ne? Weil ich da oben durch die Höhle gegangen bin damals. Auch schon lange her. Mein unsterblicher Freund Tellur steht da hinten irgendwo vor der Scheune. Und wartet darauf, dass seine Unsterblichkeit, da war ein Wolf, ihm irgendwie nützlich wird. So, wie hieß du nochmal? Du warst der Tutorial-Mann 2. Was ist? Ah, Neil, genau, Neil. Neil, auch ein sehr vertrauenserweckender Bursche, ne? Direkt erzählt, ja, da unten ist eine Frau und so. Ah ja, ich kümmere mich um die. Seitdem habe ich die Frau nicht mehr gesehen. Und auch nichts mehr von der gehört. Es ist eine freundliche Welt. Hier bei Risen. Von Piranha Bytes. Und es läuft hervorragend, auch auf Windows 8. So, jetzt können wir gleich auch endlich mal zum Don selber hingehen. Ne? Durften wir vorher gar nicht rein. Hier ist es nicht. Da ist der Sumpf. Wird Zeit für Teleportsteine. Damit man hier nicht mehr so unangenehme Reisen überbrücken muss mit irgendwelchen Geschichten, die keinen halt interessieren hier. So, guten Tag. Deine Waren sind viel zu teuer. Ist das so? Dann wirst du dir wohl mehr Gold besorgen müssen, nicht wahr? Hä? Ach, ich habe trotzdem noch Zeit. Ja, komm, nimm ich dein Messer.
Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Weißt du, ich bin kein so guter Lehrer. Louis ist dein Mann. Er ist ein guter Jäger und hat mehr Erfahrung. Alles klar. Er müsste auch irgendwo hier im Sumpf unterwegs sein. Ja. Der Kerl ist ständig besoffen. Ja, das stimmt. Jagen kann er aber trotzdem, wie kein Zweiter. Alles klar. Dankeschön. Tschüss. Deine Waren sind viel zu teuer. Das ist zu riskant. Muss ich auch noch irgendwelche alten Artefakte oder sowas hier sammeln? Dein Schuh ist auf. Ach ja? Ich kann damit aber immer noch zutreten. Und das werde ich auch tun, wenn du mich verarschen willst. Kapiert? Ich denke, ich hab's verstanden. Guten Tag. Erstmal alle beklauen. Oh, steig mit mir in die Arena. Nee, warte nicht, du. Ich brauche erstmal ein neues Schwert. Hab ich ja schon, ne? Bisschen besser, aber immer noch ziemlich schlecht. Und? Was sagst du jetzt? Roger ist schon ein Herzchen, was? Er ist ein Mistkerl. Ja, ja, man möchte ihm am liebsten den Hals umdrehen. Wenn er nicht diese schwere Rüstung tragen würde und hier so eine große Nummer wäre. Siehst du? Und deswegen säge ich sein Holz. Das ist zu riskant. Hm. Was kannst du mir über die Jagd beibringen? Bogen? Nö. Nö. Früher oder später werde ich Broger fertig machen. Du hast Feuer unterm Hintern, das muss ich dir lassen. Wie wär's, wenn du mir dabei hilfst? Ich will nicht dafür verantwortlich sein, wenn Broger dich fertig macht. Das lass mal meine Sorge sein. Voll die netten Banditen, alle. Wie du meinst. Es ist ja dein Kopf, den du riskierst. So, ich will bei euch mitmachen. Ich will bei euch mitmachen. Hm. Na gut. Ich erkläre dir jetzt mal ein paar Dinge, Kleiner. Der Don sitzt in seinem Tempel und hat sich schon seit Tagen nicht mehr hier draußen sehen lassen. Mhm. Seine Frau Rachel versucht seitdem, das Lager hier draußen zu leiten. Wenn du es schaffst, Rachel von dir zu überzeugen, wärst du sicher ein ganzes Stück weiter. Verstehe. Rachel also. Nicht so schnell, Kleiner. Die Sache hat einen kleinen Haken. Lass mich raten. Broger? Ich sehe, du lernst schnell. Ja. Ich brauche eine bessere Rüstung. Das Einzige, was du hier draußen kriegen wirst, ist Arbeiterkleidung. Also. Was ist mit deiner Rüstung? Woher bekomme ich die? Die Jäger- und Kämpferrüstungen verteilt der Don höchstpersönlich. Oh. Aber auch erst dann, wenn er dich in die Bande aufnimmt. Verstehe. Verstehe. Was müsste ich tun, um Broger zu erledigen? Mach's wie ich. Arbeite für ihn. Tu, was er sagt und versuche so viel wie möglich über ihn herauszufinden. Je mehr du über seine krummen Geschäfte in Erfahrung bringst, umso besser. Na gut. Kann ich dir irgendwas erzählen über ihn? Wegen Broger. Broger treibt Schutzgeld ein, hier im Lager. Das sieht der Mistkerl ähnlich. Ich habe schon wieder 25 Erfahrung für. Damit könntest du ihn kriegen, wenn du es richtig anstellst. Brogers Kämpfe machen Arena-Kämpfe. Stimmt, du hast recht. Das könnte eine Möglichkeit sein, Broger zu erledigen. Du müsstest nichts weiter tun, als Broger zu einem Kampf herauszufordern und zu gewinnen. Wie einfach. Wenn er erstmal auf die Knochen blamiert ist, gegen einen Neuling verloren zu haben. Das ist nicht dein Ernst, oder? Würde aber prima funktionieren, wenn der Kerl nur nicht so stark wäre. Ja. Ich könnte trainieren. Wenn du es tatsächlich wagst, ihm in der Arena gegenüberzutreten, solltest du sehr gut vorbereitet sein. Vielleicht bist du ja gut genug. Wer weiß? Wer weiß. Ich hörte, Broger will den Don ablösen. Ha, klar will er das. Das weiß ja jeder. Doch keiner will es wirklich wissen. Wenn du verstehst, was ich meine. Okay. Wie soll ich mit dieser miesen Ausrüstung? Wie soll ich mit meiner miesen Ausrüstung Broger besiegen? Wenn du eine bessere Waffe brauchst, dann gehst du am besten zu unserem Schmied Oskar und kaufst ihm eine ab. Und wenn das nicht reicht, um Broger zu besiegen, dann fällt mir dazu nur noch eins ein. Magie. Magie. So viel ich weiß, handelt Robert, unser Sumpfbauer, manchmal mit Novizen aus der Hafenstadt. Vielleicht kann er dir was zu deinem Schutz geben, wenn du gegen Broger antrittst. So, ich, Ich kann dir helfen? Ich kann dir helfen, dass deine Jagdgeschäfte wieder laufen. Du haltst dir ganz schön viel auf, Kleiner. Aber gut, ich kann jetzt jede Hilfe gebrauchen. Rachel ist schon ziemlich ungeduldig.
Sie braucht das Fleisch für die hungrigen Mäuler hier. Wegen deiner Jagdgeschäfte. Ich habe einen Jäger namens Neil getroffen. Neil hält Wache auf der Straße zur Hafenstadt. Er soll aufpassen, was dort vor sich geht. Hier im Lager ist er mir keine Hilfe. Okay, ich kann mir vielleicht auch ein Schwert schmieden, oder? Hallo Craig. Ich habe doch deinen Schmiederohling gefunden und ich habe doch irgendwann mal schmieden gelernt. Ich brauche einen glühenden Rohling. Hi Oscar. Deine Waren sind viel zu teuer. Ach ja, das glaube ich nicht. Willst du wissen, was ich glaube? Ich glaube, du bist einfach nur zu arm. So. Zeig mir deine Ware. Ah, ja. Da, Schädelspalter, das ist doch geil. 28 Schaden. Macht meins 12, ne? 12, ja. Kostet das Ding. 180 Gold, ist ja nix. Das ist ja nix. Was kann ich selber schmieden? Kann ich selber was? Geh mal weg. Ich brauche ein stumpfes Schwert. Ich habe ein Paket für Esteban von Scordo aus der Stadt. Du willst es dir wohl ganz einfach machen, was? Wenn das stinkende Ding da wirklich von Scordo stammt, müsste ich reinschauen, um zu prüfen, ob du die Wahrheit sagst. Doch dann kriege ich Ärger mit Esteban. Ich soll mich aus seinen Geschäften in der Hafenstadt raushalten. Vergiss es, das Risiko gehe ich nicht ein. Übrigens, Craig spielt um Gold mit seinen Jungs. Erstmal dieser alles petzen. Dieser weiß alles genau, dass petzen. Der Don sowas hier im Lager nicht haben will. Die Hunde sollen ihm das Gold bringen und es nicht für jeden Mist verjubeln. Geh hin und sag ihm, dass er damit aufhören soll. Die Kämpfer veranstalten Arena-Kämpfe. Ach, sollen sie doch. Hoffentlich hauen sie sich gegenseitig mal so richtig die Grütze aus dem Hirn. Dann sind sie vielleicht etwas ausgeglichener und nerven mich nicht ständig. Broga zwingt den Jäger Sam, für ihn zu arbeiten. Er sägt den ganzen Tag Brogas Holz. Was? Der Mistkerl soll jagen gehen? Was glaubt Broga eigentlich, wie ich die Säcke hier füttern soll? Ohne Fleisch. Geh und regel die Sache. Ich will das Fleisch. Ich will das Fleisch. Dorgan, einer von Brogas Leuten, hatte diese Liste bei sich. Zeig mal her. Dorgan hat sich an dem Gold des Don bereichert. Wo ist dieser Verräter? Ich fand ihn in einer Höhle. Er ist tot. Verdammt, dann nützt mir diese Liste nicht viel. Aber vielleicht kannst du sie noch gebrauchen. Das ist zu riskant. So, nicht die Frau des Dornbücks stehlen. Gut, dann gehen Gibt's wir mal... Gibt's was Wichtiges? Oh, ich kann hier noch schmieden gehen. Das mache ich jetzt noch. So. Schön heiß machen. Schön kloppen. Und dann schön schleifen, aber da steht ja jetzt die Sau. Verpiss dich mal da weg. Ich brauche ein stumpfes nee, Schwert. Ne? Muss ich das jetzt nochmal neu machen, oder was? Ich brauche einen glühenden Rohling. Was? Ach, abkühlen. Stumpfes Schwert. So. Und schleifen. Das erste eigene Schwert. Sieht interessant aus. Fertig. Scharfes Schwert. 30. Ja, geil. So, damit können wir Broga schon gut auf die Fresse hauen, glaube ich. Was haben wir hier? Fleischtopf. Kartoffeln habe ich nicht. Gut, bis zur nächsten Folge. Let's play Risen. Steck das Ding weg. Geht doch. Geht doch.